Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Trouble in Terrorist Town Session mit einem Skunder, Mario McFly, Nils Tauter und Payne. Hallo. Es könnte passieren, dass dieses Jahr noch eine neue TDT-Season anfängt. Besseres TDT. Oh. Ist das Jahr noch? Ja, mit einer wesentlich, sag ich mal, runderen und finaleren Version als Fate, sag ich mal. Also, gibt es das in Farbe und bunt? Ich bin sehr gespannt, da freue ich mich sehr drauf. Könnte dieses Jahr noch starten. Mit Blackjack und Hooker schon Infos? Ja, allgemein ja, aber vielleicht noch nicht nach außen hin. Ja, kriegen wir gleich. Also ja. Ich höre das gleich zum ersten Mal. Wir hatten kein Debriefing wie sonst immer. Die halbe Stunde extra vorher. Nee, da können wir bitte gleich nochmal drüber reden. Ich kriege nichts gefragt. Du bist nicht mehr Premium-User, deswegen kriegst du das eben, nicht mehr. Alle, die das Abo bezahlt haben. Entschuldige. Ich hab den Traitor-Pass bezahlt. Hattest du? Ja, aber hattest du auch hier Mitsprache-Addon? Du musst es ja extra noch. Es gibt doch jetzt TTT Premium. Ich lese den Newsletter wenigstens, ja? Ja, ich weiß. Ich grüße dich auch immer, meinen besten Leser. Ja, wir haben ja heute Leser. Die Regularien eingehalten und noch nicht mal das Protokoll von der letzten Sitzung für gültig erklärt. Bei Nils checke ich nämlich immer, was liest nämlich absichtlich einen Rechtschreibfehler einbauen und dann kriege ich immer die Mails und dann steht ja wieder Nils. Ich habe übrigens gerade einen Jakal bekommen. Mittlerweile landet es aber im Spam-Ordner, deswegen muss ich andere Betreffzeilen als Haha. Ja, warte, bitte da abschießen. Ich glaube, du wurdest gesidekickt. Nee, das war der Laserstrahl von der Wissenschaft. Ich habe aber einen einzelnen Liegeschuss gehört. Und ich bin angeschaut von hinten. Ich habe eher so ein Ploppen gehört. Bist du denn noch am Leben von hinten, Maru? Ich glaube, das war diese Partyball-Granate da. Am Leben von hinten. Ah, ja, er wurde angeschlossen von hinten. Ist er noch die Leiche am Leben? Liegt da unten, oder? Ich habe doch ein Ärmchen gesehen. Nee, Ärmchen. Lieber gesehen. Ärmchen dran, ne? Okay, also nehmen wir mal. Ich werde auch beschossen. Ja, das liegt echt gut. Hat gerade einer versucht mit dem Newton. Hey, das ist ein Mini. Warum bist du denn Familie-Tauta? Aber das muss einer aus der Nähe gemacht haben. Welche Musik ist denn aber da? Aber Tauta, warum willst du denn so nah kommen? Ich höre doch keine Musik. Damit ich sie besser abschießen kann mit der Shotgun in den Nahkampf. Das sollte man aber nicht einem DT sagen. Das wäre unhöflich. Hier ist ein Pain. Kundan hat lange nicht geredet. Oh shit. Ich habe einfach gerade gefragt, ob man noch lebt. Ja, ich weiß, das habe ich auch gehört. Also sind wir uns sehr sicher, dass Maru mittlerweile umgebracht worden ist. Ja. Und ich glaube mit der Partyball-Ding. Also das Ploppen kann auch alles möglich gewesen sein, aber es klang so. Das Ploppen hat eine Newton Gun. Meinst du die Bouncy Ball? Ja. Immer noch Tau-Tau. Tau-Tau. Wo ist der Downtau? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier Bild in Bild angemacht wird. Ja, mein Screen ist gerade abgekürzt. Sorry, ist gerade kurz vom Start. Nicht respawned. Erwartet bitte keine spielerische Meisterleistung von mir. Okay, Tau-Tau ist tot. Hallo, was machst du da? Kunde. Hat irgendwie gecallt, als er Tau-Tau gekillt hat? Ja, Items gerade. Items, ja. Ja. Payne, du kannst direkt sterben. Ja, Payne, das war hier am Anfang. Und Payne hat aber bestimmt noch die Bouncy Balls gehabt. Ich bin doch nicht so einer. Doch, der Einzige eigentlich. Nein, ich hab's echt nicht. Ich hab echt keine Bouncy Balls gekauft. Ja. Ich hab Maro gekillt, aber keine Bouncy Balls. Es redet schon wieder. Ich hab einen super Schaf. Ja, super Schaf. Ich hab's abgeschossen, kein Ding. Alter Maxi. Ja, Moment, aber dafür, dass es dann noch einer sein muss. Payne ist in dem gelben Haus. Haben wir überall. Wow, Items, nice. Machst du dich darüber lustig, dass ich farbenblind bin? Items, ich sehe das gelbe Haus nicht, beziehungsweise ich sehe nur gelbe. Payne hat kein Leben mehr. Payne ist tot. Und wie viel AP hat er noch? Kommt drauf an, ob er jetzt explodiert oder nicht. Yeah. Oder nicht, aber er ist... Warum kicherst du denn, wenn du tot bist? Oh, er ist respawned, okay. Deswegen. Ich dachte das. Das erklärt sehr viel, ja. Oh. Ist in dem gelben Haus. Oh. Ja, ich bin gerade rein. Ja, Bescheid. Gelbes Haus, Leute. Er ist aus dem gelben Haus rausgekommen. Oh, Leute. Bin ich ein bisschen hinterm gelben Haus, Vorsicht. Oh, komm, warte. Ist nicht hier. Da, du bist hinterm gelben Haus an ihm vorbeigelaufen. Nee. Er ist nicht. Er ist hier nicht. Wer war da? Er ist hier halt wirklich nicht. Warte mal kurz, doch, dann kann er nur hier oben im Baumhaus sein, oder? Ah, okay. Nee, im Baumhaus ist er nicht. Wer hat mich eigentlich getötet? Alter, ich hab rausgetappt. In dem gelben Haus. Oh shit. Ich hab ja. Ich hab rausgetappt. Das wollte ich nicht. Ja, du bist schon tot, leider. Ich bin tot? Ja, ja, war blöd. Das war wirklich dummes Timing. Den zweiten hätte ich noch. Kein Problem. Den zweiten hätte ich noch denyen können, wenn ich es realisiert hätte, was das für eine doofe Aussage ist. Ja. So. In dem Moment war aber schon.
konnte die Info nicht verarbeiten. Hat mit dem Spiel nichts zu tun gehabt. Aber die Info hätte doch nicht geändert, oder? Das kann ja jeder aber ich hätte ihn dann nicht erschossen. Oh, Ehrenmann. Ich habe mich dann auf ihn draufgesetzt und gewartet, bis er sich bewegt. Und dann ja, ist ja, bin ich auch selber schuld. Welche Musik? Das war von Splinter Cell. Ja, genau. Ey, die Musik kenne ich. Was? Da kenne ich die Musik. Die im gelben Haus oder was? In der Spielanlage. Achso, ja, die habe ich auch gerade schon gehört. Oh, wo ist die her? Ich bin mir ziemlich sicher aus Lost. Nein, nein, nein. Nils schießt mit dem Newton. Ja, die ist aus Undertale. Ich doch. Ich hab Nils schießt auf mich. Tut mir leid. Die ist aus Undertale. Nils hat Maxi getötet. Alter? Ja. Nils hat Maxi getötet. Oh, nee, das könnte der Reifen gewesen sein, der guckt. Ja, die Musik ist aus Undertale. War gerade wer? Nee. Maru ist hört. Warum ist Maru hört? Frage ich mich auch gerade. Was hat er zu sagen? Jetzt frage ich mich auch gerade. Ich glaube, es war Maxi. Maru ist es doch dann auch, oder nicht? Hier, Undertale-Musik. Ah, da liegt eine Leiche! Maru, hey. Undertale-Musik. Ja, das ist Maxis. Und die Frau kommt ja keiner? Weil ich weg bin und unsichtbar. Hey, confirm sie. Ich hab sie aber... Warum soll Payne sie denn confirmen und nicht du? Okay, weil der kein Blut daneben ist. Ich bin tot. Wird angeschossen, Ja, und warum soll Payne sie dann confirmen und nicht du? Weil die vielleicht eine explosive Leiche war und ich wollte mich nicht drauf ankommen lassen. Aber trotzdem von oben vom diesen Sendeturm angeschossen. Nein, das reicht. Da sitzt einer oben drauf. Der ist, hat mich angeschossen. Wer fehlt denn? Keine Ahnung. Ich bin Detective, wer auch immer mich auf da. Auf dem Ding ist Tautau drauf auf dem Sendeturm. Der schießt auf mich. Tautau? Ist das ja, du hast die ganze Zeit beschuldigt, dass du auf geschossen hast. Ja! Also es ist Tautau. Hallo? Hey! Polizeigewalt! Nichts Polizeigewalt. Ja, dann liegt der Sniper, das ist nicht denied, also muss er böse sein. Date, darf ich Tautau jetzt töten oder nicht? Ich weiß es nicht. Er steht auf dem Turm drauf und hat auf Maru geschossen. Ja, ja, Maru sagt, er hat geschossen. Ich habe 30 HP, jetzt kannst du sehen. Ja, aber vielleicht hat er nicht gewehrt. Aber das Einzige, was stimmt, ist, Tautau hat nichts gesagt dagegen. Ja, richtig. Ja, und als Maru gesagt hat, du hast auf ihn geschossen, hast du nichts gesagt, bis einer dich angeschossen hat. Brauch eine Entscheidung, bevor er runtergeht. Ne, lass ihn doch da oben. Okay. Was, wer untypisch da oben macht seine Märtyrer? Frag mich, warum er auf mich zielt. Wobei doch eigentlich schon. Ich schau nur, wer da unten rumgeht, verdammt nochmal. Warum denn? Wenn, was, wenn ich erschossen werde? Was bringt dir das? Dann kannst du es ja auch nicht sagen. Tautau hat auch Damage, ne? Also, ja, ja, ich habe auf ihn geschossen mehrfach. Ja, ich habe auch auf ihn gesniped, nachdem er Maru gekollt hat. Ja. Blaumeier. Au, 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 ich wäre angebrannt, das war Tautau. Tautau hat eine Brand runtergebrochen. Ja. Mach einfach ganz safe. Ich schieße auf Tautau. Payne hat einmal gerade geschossen. Ja, aber er hat auf Tautau geschossen und Tautau. Ich habe Tautau mit der Grundliga geschossen. Trotzdem hat Payne gerade einmal geschossen. Ja, aber auf Tautau, oder? Ja, ich habe Tautau mit der Grundliga geschossen. Payne hat trotzdem dazu nichts gesagt. Er hat einmal geschossen und hat sich weggedreht. Also das Tape Nils war doch schon gecallt. Nein, sorry, ich bin schon AFK. Aber wer hat Nils denn gecallt? Warum ich hab Nils gecallt, Mann von der Runde, ja genau. Maxi getötet. Warum ist eigentlich Tautau? So, ja, warum hat er denn Maxi erschossen? Weil Tautau böse war? Achso, der ist schon tot. Ja, klar. Nils. Achso, nice. Erzähl mal, Nils. Ja, ich hab Stress. Er hat auch noch, er hat jetzt auf Maul. Oh nein! Ich hab dich. Ich hab ihn jetzt Helfer. Ich geh mal hin. Ja, Mann, im Märtyrer. Ja, Nils, du bist auch so hell, ne? Wenn du schon dann sterben möchtest, ja, dann solltest du keine Märtyrer, keine Second Chance kaufen. Hier, dann. Ja, ich dachte aber, dass ich mich jetzt hier schön hinstellen kann. Ich wollte ja nicht sofort sterben. Ich bin ja danach abgehauen. Nils, ah, er kommt mit der Jut! Gib mir die Jut! Komm, das reicht aber. Das ist mein Kollege eigentlich, oder? Nee, okay. Hier habe ich eine Golden Eagle ins Gesicht gehalten.
Ich wollte nicht, aber wollte das nicht Hater werden. Ich wurde einfach nur von Maro beschuldigt und das hat schon gereicht. Du hast nichts gesagt. Du warst für mich verdächtig, wenn du auf mich geschossen hast. Er hätte es mir so oder so wegballert. Nein, wenn du gesagt hättest, du wärst es nicht, anstatt gar nichts zu sagen und in dem Moment. Richtig. Du hast halt nichts gesagt, als wenn. Nee, ich bin nicht oben auf dem Turm, so ungefähr. Ich habe doch sogar aufgehört, auf dich zu ballern. Wir haben alle aufgehört, auf dich zu ballern. Für mich hätte auch die einfache Entscheidung, mit der Golden Liga auf dich zu schießen. Wenn du es warst, dann bist du halt tot. Ja, ist richtig. Nicht, als hätte ich dich jetzt gerade tot gehuntet. Und da? Hier ist Tautau. Hallo, ja. Tautau. War ich noch nicht. Nicht böse sein. Hier hinten ist Tautau. Was, Tautau wieder? Was meinst du? Hier ist er hinten. Hier hat Tautau gecallt. Hier war ich noch nicht. Er ist hier. Er lebt wieder? Er war gerade tot. Letzte Runde meinst du? Er ist am gelben Haus, pass auf. Soll ich ihn einfach mal schießen? Nein. Er shoppt aber gerade, aber ist okay. Ups. Ja, okay. Also, ups. Ups. Was war das? Ja, das die Sidekick, Diege ist oben rechts. Ich kein Sidekick. Ja, hier stehen halt 1000 Leute, das kann jeder gewesen sein. Das wohl war Pain. Also Maro ist Traitor, wenn er mir Amstrak wollen, Shop die Sidekick Diege ist oder was? Wie soll ich das als Traitor denn wissen? Wie soll ich denn als Traitor wissen, wo die Sidekick Diege ist? Ja, keine Ahnung. Hallo! Wer war das immer das mit der Shotgun? Items? Das war Items, oder? Ich hab Tautau getötet, er war Traitor. Entweder kommt wieder, oder? Wenn ihr Tautau seht, er ist Traitor. Das ist fake. Aber dann war das vermutlich gerade ein Zeit. Ich hab Tautau getötet, er ist wieder gespawnt. Pain ist es. Ich hab Tautau getötet, er ist wieder gespawnt. Shut up, Scoreboard. Ich bin Chakal, ist ja macht's auch nicht besser. Das war das Moment. Du bist nicht Betrüger, dauert es nicht von dir eine Fake-Gleichung? Der kommt wieder. Oder ne, der. Ja, hat er gesagt. Warum sollte er das denn sonst sagen? Aber er ist nicht Betrüger, er hat eine Fake-Leiche. Der Detective hat eine Fake-Leiche gelegt. Von Tautau? Ja. Warte, wenn der das Punkt kann hat, ja, das kann jeder. Die Frage ist, hat er irgendwen zum Sidekick gemacht, okay, oder? Das wusste ich gar nicht. Wir machen das ganz einfach, ich belebe den jetzt wieder und dann hält sich. Ja, dann. Ja, tut mir leid. Das war ein mieser Move, aber okay. Der hätte schon noch nicht mal. Schon er hat gesagt, ich bin der Manchakar. Also, den beleben wir jetzt wieder und wenn er dann sogar noch Punkte hat, kann er mich zum Sidekick schießen. Warum habe ich das Gefühl, dass Pain schon Sidekick ist? Ja, stimmt. Da war ja was. Ey, komm, sei kein Assi, wer auch damit da draußen. Vor allem, beleben ihn doch wieder. Ja, chill deine Basic. Mach doch einfach. Ja. Auch wenn du Traitor bist, ne? Das wäre nicht cool jetzt. Warte, ich muss jetzt Stuff wegmachen. Da drin wird gesmoked, Konrad. Warte. Packen wir noch was dazu. Das war kein Smoke! Ah! Der steht da. Ach komm, Dalu. Was? Ich hab geworfen, als du geflasht hast. Ich dachte, du wolltest mich damit töten. Hast du geschneeballt oder was? Ja, okay. Der R11 ist es. Hä? Wie kannst du noch reden? Du bist tot. Nein, bin ich nicht. Natürlich. Dalu ist wer ist jetzt ein anderer als Schneemann geworden. Was? Hast du jetzt wieder zu Tautau Tautau liegt hier noch. Aber wer ist der Schneemann? Jetzt ungelogen. Der Schneemann Pain ist mittlerweile immer eine Leiche drunter. Pain ist tot. War da vielleicht noch nie? Nein, Pain ist tot, oder? Nein, ich lebe noch. Pain läuft hier echt rum. Alter, guckt euch mal den leuchtenden Kopf des Schneemanns an. Lasst es mich erklären. Ich wurde abgeworfen, ich glaube von Dalu. Oder Kundran. Ja, aber Kundran, und weiter? Und wie lebst du noch? Ich habe mir ganz schnell den Little Helper gekauft und mich geschützt. Geht doch gar nicht. Doch. Little Helper geht das? Echt? Ja. Echt? Keine Ahnung, ich hab's halt aus Reflex still gemacht. Du lässt dann die Leiche liegen, aber stirbst nicht. Aber der Schneemann hat einen leuchtenden Kopf. Aber Kundran, was bist du? Ich bin Ninja. Feuermann, ich hab nie... Hallo, was bist du? Oh. 28. Da, Krimdal, was ist für eine Klasse? Ja, die Konfiguration. 11 wolltest du hören, aber das ist ja gelogen. Mit 28 in der Klasse? Das finde ich jetzt nicht witzig, ne? Ich wollte Tautau wiederbilden. Ja, und ich wollte Tautau Schneeballen. Und dann hast du mich geflasht. Und dann habe ich den Schneeball geworfen. Oh Gott. Kunde hat ein Fenster erledigt. Ja. Der Schneeball ist recht. Und jetzt der Kopf aber nur. Jetzt können wir dich jetzt abschießen. Nach der Runde bei Dalu beschweren. Nee, könnt ihr nicht. Ich hätte schon irgendwas gemacht, damit ich Formel 1 gucken kann.
sterbe vorher. Halt. Warum soll ich mich bei Daru beschweren, dass du mal die Runde versaut hast? Genau. Aber ich wollte dich doch wiederbeleben. Wolltest du nicht? Doch, wollte ich echt. Ja, wo ist denn das in Defi? Ja, deswegen muss ich mir den Little Helper kaufen. Ja, hast also kein Defi gekauft. Das ist immer so eine Kundenran-Runde, oder? Also, Kundenran, gibst es dir zu. Ich bin innocent. Wir sind alle innocent. Wir haben auf jeden Fall schießt auf mich. Bedient das reicht mir jetzt. Okay. Alter, was? Zwei Leute sind Maru und Dalu sind tot. Ja. Verbrennt. Oh, wow, Nils! Nein, ich warte, Alter, ich muss mich selbst bekommen. Wer hatte denn die? Ich hab als DT wieder so viele Leute gezählt. Die andere. Es ist Kundran. Oh, da hast auch Dings getötet, ne? Ich hab auch McFly getötet, ja. Warum wurde ich erschossen? Ich hab niemanden angeschossen, ja? Ich hab an Maru vorbeigeschossen, weil er eine Golden Deagle hatte. Und Maru hat auch auf mich geschossen und ist dadurch gestorben. Diese Runde löschen wir aus unserem Gedächtnis. Wenn einer eine Golden Deagle hat, ist das der beste Bait. Der stieg ja aus dem Internet. Ich wollte Tato echt wieder mit ihm. Du weißt, ja. Payne, dass du jetzt erschossen wirst. Wir sollten aus Sicherheitsgründen Payne immer sofort erschießen, wenn er Detective ist. Wir sollten sobald er anfängt zu sehen oder zu bewegen, ist Payne, gleich bist du tot. Ey, du solltest dich verstecken. So, ich soll doch gesagt, irgendjemand in den Kommentaren schreibt, dass ich nicht Payne bin. Ich habe den Befehl gehört. Aber den hat gesagt, ich soll nicht erschießen. Ah, wie ist denn jemand? Help! Hä, Dede-Befehl war noch nicht auf McFly. Was ist denn jetzt Hill-Hell? Ah, was soll das? Hill-Hell. Er brennt Burning Man. Hey! Burning Man. Amatera. Der Gambler wird jetzt abgefackelt. Full Flash. Burning Man. Nein, ich werde angeschossen. Full Flash. Burning Man. Wer ist hier Kundran? Wer hat Wer ist hier Kundran? Er war auch blind. Kundran, du bist gemeint. Keine Ahnung mehr, auf du bist. Kann das sein, dass du das warst? Oh lol, ich war blind. War sogar Traitor. Wahrscheinlich also, war es McFly. Ja, die Blendgranate war da aber schon vorbei. Nils ist hinter dir. Ich bin warum Gambler. Hat, meint ihr, Tauto hat ihn einfach angeschossen? Ja. Das ist völlig egal, ob du Gambler bist oder nicht. Kann er immer noch eine. Also, es muss ja nicht deine Flash gewesen sein. Der Typ am Baum ist Traitor. Ich bin neu, wer ist nein, das nein, da? Nein, hab ich mich erschrocken. Nicht, ich sitze ganz hinten in der Klasse. Okay, wir machen heute Unterricht, okay? Okay, ja. Man, schreib mal was an die Tafel. Guck mal. Das ist mein Name. Achtung, hier wird geschossen draußen, aber ist sicher. Hier ist ja eine Amerikaner. Achtung, dann kommt man auf dich zu. So was Globus. Bundrad ist hinter der Schule. Heute gibt's Erdkunde. Bundrad ist erschossen. Mach das da weg. Mabu, nicht wahr. Ja, aber er ist schon respawn. Nein, ich bin Gambler. Also ja, ich bin... Du hast Auto erschossen. Ist das ja eigentlich? Der Kundenrat ist erschossen. Geh mal näher ran. Ja, dann mich interessiert doch nicht, wen der erschossen hat. Okay, warte, wenn ich einen Credit kriege? Also, Items und Kundenrat. Hä? Okay. Verteidigst du den konfirmten Date? Ich will gerade wissen, wenn du einen Credit, wenn ich einen Credit er hat ja den Date erschossen. Deswegen habe ich dich leben lassen. Warum habe ich jetzt gebrannt auf einmal? Weil ich dich abgefuckt habe. Alles klar. Und irgendeiner ist in meine Bären gefangen. Das ist der andere Traitor. Ja. Ja, wir haben beide T's gekillt mit meinen Sachen. Wow, und da ich random kill wohl nein Quatsch. Wer hat das denn nie gemacht? Ja, und dann sagt er Stopp, weißt du, und ich denke mir, okay, dann kaufe ich eine Psychic-Tiegel. Schießt er mich ab? Das war... Ich hatte einen HP. Wer hat denn auf Nils geschossen? Ne, ich habe nur eine Brand in eure Richtung geworfen. Also ich habe einen Shotgun-Schuss auf dich gerichtet. Also das war ich nicht. Also ich hab dich dann gekillt, ja, aber ich hatte nicht davor auf dich geschossen. Ich auch nicht. Und ich habe random Damage bekommen. Welcher Bobo war das? Ja, Dalus hört. Meine Wenigkeit hört. Da liegt schon wer, ne? Hat er nicht schon schlafen gelegt? Das könnte sogar Dalus sein. Call mal bitte. Ja. Das war dann aber nicht ich. Also mein Random Damage macht keine 100er Schaden, will ich hoffen. Außerdem hat er es doch gesagt. Woran ist er gestorben? Ob das wohl geht? Was ist, wenn du vom Sportler von Jarate getroffen wirst und dann Random Damage kommt? In der bis zu 6.8. Ja, aber ich habe Jarate nicht geworfen und ich bin Sportler. Nein, aber ich würde mich einfach mal interessieren. Ob da wurde gesprengt, dann? Shit. Dann. Weiß einer, so. Ob da ein Traitor ja, das ist okay, nevermind. Ah, okay. Die Frage ist, ob das ist irgendwie so ein Global Schaden, oder? Was abgerechnet wird. Habt ihr es dafür zählt? Ja, ja. Hatte Dalu gerade eine Fake-Leiche gemacht, oder was? Also Deadringer oder so? Nee.
Wirklich tot, oder? Überleg dir einfach mal, er ist an Explosionsschaden gestorben. Siehst du da irgendwo Explosionsmarks? Na, ich habe eine Explosion gehört in dem Moment, das ist das Problem. Dann könnte er tatsächlich dran gestorben, dann könnte er vielleicht von einer Gauss-Waffe weggeschossen worden sein. Ich habe aber nicht hingeguckt. Oder ist Dado eventuell 11 und hat sein Geschenk, weil er ihm wurde doch schon Schaden gemacht. Er hat doch vorhin schon gesagt, er ist 28. Aber in der 11. Klasse. So, okay. Mhm. Frage G8 oder G9? Geh heim. Oh Gott, ey. Ich kann nicht. Also die Wortwechsel werden halt dann einfach besser. Hey. Nee, die sind jetzt schon unter aller Sau. Schön. Hinter mir ist jemand, hallo. No Items, Items. Ich werde mal Paint die Wortwitze heute. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Hallo, Kundran. Hallo. Ich bin Katze. Hallo, Katze. Ja, doch, er wurde von der Ecke gaust, glaube ich. Da ist ein schwarzer Kreis neben der Leiter. Aua, ich werde ange... Angegaust. Items war hier hinten irgendwo im Haus. Ich sehe seine Leiche, aber ich sehe niemanden wegrennen gerade. Beim Schulhaus? Ah, nee, okay. Nee, ganz hinten beim... Nee, ganz hinten. Wasser rechts. Hier liegt auch die... Ja, hier liegt die Leiche. Hochgekommen. Hat das jetzt echt keiner gesehen? Ich war gerade am Suchen, ob da irgendwie versteckt. Warte. Da. Der wurde von hier oben weggesnipert. Okay. Der war auch unten im Geheimgang. Der unten war gerade. Ja, es ist McPain. McPain. Also ich nicht bei Nils in der Nähe bin, sondern hinter dir, Kundran, würde ich jetzt mal McPain behaupten. Ah ja, McPain. Okay, ja. Da ist Maro. Ist die Leiche neben. Ja, das wird die von Nils sein. Wollen wir Pain? Ja, okay, Pain. Pain, oh, das ist... Ah, schon, Pain ist dein Lieblingsaktion. Ja, lass mich bitte voten. Lass mich bitte sie selber. Ja, lass mich bitte mich selber voten, sonst wird die Runde nicht mehr gewotet. Oh, da vorne ist er. Und? Oh! Kundran? Ja. Ja, schieß zurück. Ah, okay, also. Hab ich. Tata hat mich angeschossen. Hat mich nur verteidigt. Mhm. Oh, danke! Ja. Und damit ist die Lost-Folge zu Ende. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr vorbeischauen, bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao.